Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen war sehr gut. Wir hatten erstens ein gutes Qualifying, wo beide meinten, wir wieder ins Q3 gekommen sind. Aus eigener Kraft und nicht wetterbedingt. Ja, und das Rennen war auch sehr gut. Da konnten wir uns Platz 2 und Platz 8 sichern. Also Kehr hat keinen Platz gut gemacht und keinen verschlechtert. Ja, aber Gumball kam auf Platz 2 ins Ziel, wodurch... Ja, wir die Tabellenführung übernommen haben und Gumball ebenfalls die Tabellenführung übernommen hat. Was ziemlich gut ist. Und wir sind ungefähr an der Hälfte der Saison. Und das kann so weitergehen, auch wenn es ziemlich knapp ist zwischen den ersten drei Teams. Wir haben gerade mal einen Punkt Vorsprung auf Rosini und drei Punkte Vorsprung auf Steinmann. Danach ja, ist ein kleines Loch auf Platz 4. Und die haben ein weiteres kleines Loch schon auf Platz 5. Also von daher, ja, sieht's zumindest für Platz 3 ziemlich gut aus. Was auch. Oh mein Gott, da sind ziemlich viele ausgebrannt. Dann werden die direkt ausgewechselt. Auch wenn die Leute noch nicht ausgeruht sind, das ist schlecht. Jetzt kommt es gut, dass wir die Leute noch nicht ausgetauscht haben. Okay, ja, das heißt, wir brauchen neue Leute. Wir hätten einen 19er. 19 ist okay eigentlich. Falls er natürlich 3 Punkte hochgeht. Wenn er nur 2 Punkte hochgeht, dann haben wir Probleme. Aber okay, wir nehmen den mal. Problem ist, dass wir auch... Okay, ich kann einen einstellen und... Haben wir noch einen Platz frei? Ja, ich hatte sogar noch einen Platz frei. Das hätte ich nicht gedacht. Aber direkt 3 Leute. Vor allem die 3 Leute bleiben jetzt noch 10 Rennen. Hättet ihr nicht vorher sagen können, dass ihr geht? Hätte ich den Vertrag vielleicht nicht verlängert. Das wäre gut, wenn da so eine Nachricht käme. So, Bock nehmen. Bisher, muss man sagen, ist die Saison auch sehr gut gelaufen. So, Interview. Eine Frage, welcher Fahrer ist besser? Aktuell ist wieder Gumball besser. Und wenn Kehr mittlerweile auch sehr stark ist. Apropos Boxenteam. Es war schade für ihn, dass er es nicht machen darf, aber er hat eine 19er Stärke. Ist ein Stück stärker. So, Hauptquartier dauert nur noch 10 Wochen. Nur noch. Ist ja nicht viel. So, der Frontflügel, den schaffen wir noch nicht mal mehr vor dem nächsten Rennen. Läuft auch sehr gut. Wenn man das sagen darf. Ach man, jetzt, danke. Immer noch nicht fertig, was ist das denn? Jetzt fertig, oder? Danke sehr. Ja, wir machen die Leistung, dauert 8 Tage. Dann haben wir einen guten Motor. Das ist der einzige Motor, den wir dieses Jahr haben. Dann sind Getriebe auch relativ stark. Oh, wir haben einen Heckflügel. Aber den packen wir noch rein. Wenn wir einen Heckflügel haben, den will ich gerne... Oh, 17 Minuten, okay, dann können wir reinpacken. Da ist kein Problem. Obwohl, Moment, wartet mal kurz. Ich habe da was vor. Weil 17 Minuten sind halt nur 17 Minuten. Jetzt sind 3 Stunden nur noch. Wenn man aber so einen Tag macht... Machen wir so. Ein Tag. Danke. So gehen die ein bisschen schneller hoch. Da ist es auch ein bisschen besser. So, jetzt können wir weitermachen. Ach, der Frontflügel wird genau zum schlechtesten Zeitpunkt fertig. Texera gewinnt mal wieder. Also vorne ist es ziemlich eng. Also die Firebirds und Team Kirov, die kämpfen da enorm hart gegen den Titel. Kann man 4 Punkte Unterschied zwischen denen. Also, wenn einer aufsteigt, einen von den beiden. Das steht hier für die Fest und Chirot. Wenn die keinen Punkt machen, steigen die sehr wahrscheinlich direkt wieder ab. Knipping. Oh, wir haben wieder eine deutsche Fahrerin. Mal gucken, was sie so kann. Ah, da, die ist schon am Zenit angekommen. Das ist schade. Was ist mit Grab? Müssen auch mal gucken, da ist ein Grab. Mal ein bisschen hier wieder mehr deutsche Fahrer reinbringen. Ne? Wir haben aktuell nur Reiners da drin. Moment. Fahrer. Nee. Scouting. Fahrer, Nationalität. Wie viele deutsche Fahrer gibt es überhaupt insgesamt? Ja, nicht gerade viele, ne? Sichten wir die mal. Er ist gar nicht so schlecht. Sie ist nicht so schlecht. Die kann auch 5 Sterne werden.
Hat er verträgt und einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Also eigentlich sind viele Deutsche unterwegs. Aber die meisten haben keinen Vertrag für irgendein Team. Oder müssen sich halt noch entwickeln. Das ist gerade so eine Flautezeit, ne? Es gibt gerade mal aktuell 2, vielleicht 3 gute Fahrer aus Deutschland. Das ist ziemlich wenig. Aber okay, wir gucken mal, wie stark die beiden sind. Vielleicht sind das die Zukunft des deutschen Rennsports. Dritter, Vierter. Ja, Motor müssten wir eigentlich was machen, aber okay, diese Saison wird das nichts mehr. Abstimmung wählen. Ja, toll. Was soll ich jetzt in Abstimmung wählen? Ablehnen. Auch wenn ich gerne was machen würde, aber da diese Saison unser Geld ziemlich knapp ist. Benjamin ist ein absoluter Albtraum. Erst zieht er ständig in der Presse über mich her und jetzt hat er behauptet, ich gehöre nicht in die WMC. Du bist der Tabellenführer. Ruhig Blut bewahren. So, was ist denn jetzt nochmal tüchtig? Was ist das? Cool. Beziehung zum Mechaniker sehr gut und Fitness hat sich auch nochmal gesteigert. Das heißt, er ist jetzt ein 5-Sterne-Fahrer. Wenn er jetzt natürlich noch Pay-Fleuer wird, dann ist er der beste Fahrer, den ich aktuell habe. So, schaffen tue ich leider nicht. 19 Stunden. Oh Mann, ey. So, 87%. Den können wir auf jeden Fall einbauen in den nächsten Heckflügel. Dann verbessern wir uns da auch nochmal. Auf Platz... immer noch Platz 3. Und dann kommt der Frontflügel und dann... ja, da kümmere ich mich diese Saison eher drum. Die sind nicht so teuer und auch nicht so lange am Bauen. Naja, wir werden... da wir Motorprobleme haben, aber unser Getriebe ziemlich stark ist, Platz 10. Das ist so eine Strecke, wo wir Probleme haben werden. Weil... ja, Powerstrecke, schlechter Motor. Das Einzige, was uns da retten kann, ist die Strategie. Und das müssen wir uns genau angucken. Weil die meisten werden hier wie so einen Stopp fahren. Und das ist, ja, ziemlich schlecht für uns. Weil meistens können wir aus der Strategie irgendwas da rausholen. Aber so halt nicht. Warum kann man hier eigentlich diesen Rundkurs fahren? Das wäre zumindest auch noch eine Sache, die man hätte machen können. Weil früher ist man ja auch hier wirklich in Rundkurs gefahren. So, ist klar, wer fährt. Gut, ist natürlich Paydriver, ne? Da müssen sie fahren. Hier kriegen wir ein bisschen mehr Geld und das brauchen wir gerade nötigst. Letztes Jahr hatten wir genügend Geld, dieses Jahr haben wir kein Geld. So, wir könnten eine Medium-Medium-Strategie machen. Wenn wir natürlich nicht in die Top 10 kommen. Ansonsten wird die Strategie medium hart. Oh, der Wagen ist dick zu hart. Ne, zu weich. Doch, zu hart. Wir gehen auf die harte Variante. Hart und medium, wenn wir trainieren. Weil, ja, wenn es gut läuft, wenn wir nicht in die Top 10 kommen, werden wir medium medium fahren. Wenn wir reinkommen, soft hart. Oder wenn es ganz gut läuft, auch Soft-Medium. Also müssen wir genau schauen. Eine der kürzesten Wochenenden, die wir insgesamt haben. Regnen sollte es eigentlich. Wir sollten eigentlich ein sonniges Wochenende haben. Genau, es kann einfach mal so schnell mal 6 Grad wärmer werden. 1 Grad okay, 2 Grad vielleicht auch, aber nicht 6. Innerhalb von einer Minute. Man kann ja sagen, ist die geplante Temperatur und insgesamt haben wir aber wirklich 28 Grad, nicht 38. Ja, so weit vorne sind wir nicht unterwegs, aber beide können jetzt reinkommen. 16. und 19. Das ist wirklich nicht gut, wenn wir jetzt mit den Mediums einigermaßen uns nach vorne kämpfen könnten. Wäre das schon was anderes. Ah, stimmt, wir haben jetzt die erste Box. Das Setup ist sogar noch gut gelungen. Na, wir haben jetzt knapp wirklich die Hälfte der Zeit noch. Das gefällt mir.
Problem ist natürlich, dass wir hier einmal mehr in die Box müssen. Das war ein schlechtes Setup. Warum ist beim einen super Setup und bei einem so ein schlechtes Setup? Du kriegst ein bisschen weniger Flügel. Dafür machen wir den Wagen etwas deutlicher weicher und die Geschwindigkeit lassen wir so. Wenn natürlich jetzt falsch rum ist, dann ja, ist es halt falsch rum. Okay, mit den harten Reifen könnte man eine Nullstrom-Strategie probieren, aber das haben wir schon letztes Mal schon probiert, das war nicht so gut. Weil mit den neuen Reifen holst du einfach extrem viel mehr auf als mit den anderen. Man merkt direkt, die Mediums sind die schnelleren Reifen. Naja, Kehr kommt immer noch nicht klar. Kommt bitte weiter rein, damit wir uns das Setup mal gucken können. Das Setup hat sich gerade ein bisschen verschlechtert wieder. Ja. Dann behältst du dein Setup vom ersten Mal und fährst wieder raus. Jo, nur die Geschwindigkeit hat sich jetzt verschlechtert. Die war gerade eben besser. Aber das Setup ist deutlich besser geworden. Wenn wir jetzt noch die alte Geschwindigkeit hinkriegen. Was wir so machen. Probieren wir mal ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Könnte das uns ein Tick besser liegen. So sollten sie eigentlich zwei Runden schaffen. Also jetzt noch über die Linie und dann sollten sie es packen. Oh, wenn es ganz gut von Hedel läuft, könnte es sogar... Okay, ist egal, wir haben 15%. Ja, 12. und 17. ist jetzt nicht unbedingt die Positionen, die ich unbedingt haben wollte im Training. Aber na gut. Viele natürlich auf dem Softdrive unterwegs. Dann kann man das ein bisschen nachvollziehen. So, sonniges Qualifying. Natürlich können wir auch ein bisschen Leistung holen. Frontflügel, Motor, ja gerade hier nicht so gut. Ja, Bremse geht auf 80. 82. So, hier konnten wir gut Leistung holen. Irgendwo haben wir sogar noch... Ach nee, die wird ja gerade erst gebaut. Okay, Leistung konnten wir uns holen. Dann nehmen wir die optimale Temperatur mit Qualifying drin. Nein, hier haben wir natürlich Probleme. Dann nehmen wir die mittleren Reifen. So, beide haben gute Setups und ab geht's ins Qualifying. Ja, wir warten noch, bis die Form von beiden Fahrern etwas gestiegen ist. Aber wir sind immer für Überraschung gut, dass wir sogar im Q1 rausfliegen noch. Also, obwohl wir eigentlich so ein starkes Fahrerteam haben und gleichzeitig ein gutes Auto haben. Also, Kehr steigt gerade ein bisschen. Die darf jetzt nicht mal probieren. Weil Gunball denkt immer noch auf seinen 4,9%. Ich glaube, der bleibt aktuell. Ja, wenn kriegst du nur einen Versuch, wenn Gunball kriegt Pilot einen Versuch nur und das ganz am Ende, wenn der sich nicht steigert. Kehr bleibt auch jetzt auf ihren 5,0 stehen und jetzt wird es noch geil. Jetzt verschlechtert sie sich wieder. Gunball genauso. Aber okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da kann die Form sich nochmal ein bisschen ändern. Es fällt sehr eng beieinander. Ja, das sieht man schon, dass es fällt eng beieinander ist. Wir haben drei Fahrer mit der gleichen Zeit. Jo, da sind wir auf Platz 17. Das ist gar nicht gut. Ich frage mich nur, warum. Unser Wagen ist eigentlich deutlich stärker. Und trotzdem schaffen wir es noch nicht mal ins Q2 aktuell. Aber erstmal abwarten. Strecke ist sehr kurz. Vielleicht gibt es hier einen schönen Sprung, was die Form angeht. Zumindest bei Kehr ist das so. Ja, Kehr darf nochmal die Angefahrenen benutzen. Und Gunbolt muss jetzt auch mal raus. Ja, der hat definitiv diesmal Probleme. Die Form Qualifying wird das ganze Wochenende nicht gut sein. Weil die Form immer gleich ist. Aber angefahrene Reifen sind manchmal gar nicht so übel.
Also mit einem Fahrer müsste es eigentlich hoffentlich schaffen. Ja, also Kehr ist definitiv nicht. Gumbold, hoffe ich mal. Also könnte es, mal schauen. Vielleicht schiebt am Ende wieder Gumbold Kehr raus. 15 das sie momentan. Er schiebt sie wieder raus. Das ist nicht wahr. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir schon mal vor zwei Rennwochenenden. Ach man, ey. Ob jetzt neue Reifen bei ihr was gebracht hätten, ich weiß es nicht. Ab und zu mal sind auch angefahrene Reifen ein Tick besser als kaputte Reifen. Dann startet sie halt mit den Mediums. Also sie startet auf jeden Fall mit den Mediums dann. Und bei ihm müssen wir gucken. Wenn es ganz gut läuft, war es genauso wie gerade eben. Kommt ein kleiner Minischauer. Den geben wir aus dem Weg. Bei anderen Fahrern sollten langsam auch die Softreifen auf, ausgehen. Oh, da wird es kälter. Ah, ob das für die Reifen so gut ist? Ich weiß es nicht. Oh, sei die Heimat. Das macht sie ja sehr schön. Warum versuchst du mit der Mitte jetzt hier Zeit zu fahren? Oh mein Gott. Braucht er sich nicht zu wundern, wenn er so weit hinten ist. Ja, also Gumball bleibt ja bei seiner Form. Also, was wir hoffen können, dass der entweder Elfter wird, was eigentlich ziemlich gut wäre. Dieser Strecke Platz 11 ist immer gut. Solange man einen guten Start hinlegt. Ja, du bist immer noch in der Bockengasse. Ich weiß. Darfst jetzt mal rausfahren mit neuen Softreifen. Wir haben noch genügend Zeit. Ich hätte noch 10 Minuten, 10 Sekunden warten lassen können. Das Gute ist, wir sehen da ganz schön viele Leute, die schon ordentlich Reifen kaputt gefahren haben. Die werden hier gleich keine frischen Reifen haben mehr. Oh, die beiden Rosinis schon wieder draußen. Okay, haben sie es wieder reingefahren. Was macht Gumbold? Platz 11 wäre super, aber so wie es aussieht, schafft er den Sprung. Macht auch mit Platz 5. Mit diesen Reifen starten, ist sehr gut. Ja, von den ganzen Teams, die vorne in der Meisterschaft kämpfen, sind wir das einzige mit einem Auto. Ey, das ist ein Witz. Ja, die haben natürlich alle Glück, die haben alle frische Reifen. Also können sich dadurch ordentlich nach vorne kämpfen. Und auf geht's in Q3. Wir haben nur noch frische Reifen für uns, da haben wir einen Vorteil.